Der legendäre Kampf Shanks gegen Blackbeard könnte sogar im Jahre 2024 für uns bald bevorstehen. Es ist ein absolutes monumentales Ereignis mit bestimmt gewaltigen Folgen. Wenn Oda diesen Kampf sogar mit seiner Jumpfester-Nachricht meint, dann können wir sehr wahrscheinlich ja nicht mal mit dem Ausgang des Kampfes rechnen. Endlich werden dadurch auch Mysterien und Geheimnisse gelüftet und ganz besonders bekommen auch beide Parteien ihre Zeit zum Strahlen. Jeweils gegen Law und Kid wurde ja auch schon ziemlich gut demonstriert, was ihr absolute Übermächte am Start sind. Keiner von beiden wird sich nur ansatzweise irgendwas schenken und deswegen besteht einfach nur die Frage, wer wird am Ende des Tages als Gewinner rauskommen? Und genau das, Freunde, würde ich einfach nur sehr gerne mit euch in diesem Video besprechen. Ein Abo und Like zum Support wäre natürlich sehr nice von euch, ansonsten wünsche ich euch selbstverständlich viel Spaß beim Watch. Dieses Aufeinandertreffen steht ja so ziemlich über 10 Jahre im Raum. Deswegen ist ja auch gerade in der Community schon ziemlich lange Redebedarf darüber. Und ich muss ganz ehrlich sein, das fühlt sich für mich einfach sehr surreal an. Das wird irgendwann real, es wird wirklich passieren. Shanks gegen Blackbeard können wir mit eigenen Augen betrachten und wir bekommen sogar eine Entscheidung. An sich, und ich denke, da sind wir uns auch alle einig, gibt es der Plot nicht so richtig her, dass Blackbeard am Ende des Tages diesen Kampf auch verliert. Ich meine, ja, ganz klar, der Kampf gegen Shanks wurde schon sehr lange aufgebaut. Aber es ist halt eben nicht der einzige Rivale in dem Sinne von Blackbeard. Auch das erneute Aufeinandertreffen mit Ruffy wurde schon länger aufgebaut. Selbst wenn wir uns nur deren Dynamik anschauen oder einfach nur ihre Crews, sind das absolute Gegenteile. Theoretisch ist Blackbeard dazu noch der einzige ernstzunehmende Rivale von Ruffy. Er besitzt mittlerweile schon ein paar Poneglyph-Abzüge und dazu ist es ihm auch mit Pudding möglich, sie zu entziffern. Ich weiß, rein theoretisch besitzt Pudding ja noch nicht diese Fähigkeit, irgendwas mit den Poneglyphen überhaupt anzufangen. Weder sie zu entziffern, noch sie zu verstehen oder sonst irgendwas. Aber es wurde ja schon sehr stark angedeutet, dass es vielleicht irgendwann mal der Fall sein wird. Und Blackbeard scheint ja auch darauf zu setzen. Auf der anderen Seite bei Shanks sieht das um einige schlechter aus, denn er besitzt absolut niemanden, der Raw Poneglyphe lesen kann, noch irgendwie verstehen oder sonst irgendwas. Dazu ist er ja nicht mal dieser Typ, dass er irgendwen entführen würde. Das heißt, einerseits wäre Pudding und andererseits wäre auch Robin für ihn komplett tabu. Deswegen, Blackbeard ist für mich einfach ein Typ, der die Story richtig voranbringen wird. Shanks zwar auch, aber Blackbeard auf eine andere Art und Weise als Antagonist. Die reine Prämisse im Kampf Shanks gegen Blackbeard ist ja auch schon an sich klar. Theoretisch würde ja auch beiden ein Raw Poneglyph fehlen. Für Blackbeard ist das absolut ein ausreichender Grund, um gegen Shanks endlich anzukämpfen und seinem Schicksal entgegenzutreten. Bei Shanks ist das ähnlich, aber an sich auch ein wenig anders. Er hat zwar klar deklariert, dass er sehr interessiert am One Piece ist und sich die Raw Poneglyphe unterm Nagel gerissen, aber bei ihm ist nochmal das Ding, dass er immer die Pläne von Blackbeard sehr gerne vereiteln will. Deswegen ist ja auch Shanks immer sehr drüber gespannt, was in der Zeitung über ihn steht und wollte ihm ja sogar auf Wano zuvorkommen. Aber ja, rein theoretisch fehlt ja Shanks der Abzug vom Su-Poneglyph und Blackbeard der Abzug vom Big Mom-Poneglyph. Könnte aber auch sein, dass sich auch das Blackbeard schon mittlerweile unter den Nagel gerissen hat. Er hat ja die Boys, Kusan und Manoga, beide ins Big Mom-Territorium geschickt. Aber auf unserem Wissensstand sind sie halt eben nur mit Pudding zurückgekehrt, ohne ein Raw-Poneglyph. Es könnte aber trotzdem irgendwie noch offscreen passiert sein. Fakt ist einfach, Law hatte eben das Poneglyph von Big Mom nicht und Kid fehlte das noch von Su. Ich denke aber, für Blackbeard ist das schon ein Grund genug für den Kampf, wenn er mit den Gedanken spielt, dass Shanks das letzte verbleibende Raw Poneglyph hat. Dieses sagenumwogene, was wahrscheinlich von Man Marked by Flames beherbergt wird. Kommen wir aber erneut auf den reinen Kampf zurück. Ich bin zwar bei weitem kein Powerscaler und mag das absolut nicht, aber Shanks hat schon wirklich mehr als nur beeindruckende Leistungen gegen Kid gezeigt. Währenddessen hat Blackbeard, ich bin zwar kein Schweißdrehenzähler, aber schon ein bisschen mehr kassiert. Ich will Blackbeard auf keinen Fall runterspielen, er hat bestimmt den Kampf absolut dominiert, aber ich finde, es war bei weitem nicht so einseitig wie bei Shanks. Ich finde, man hätte auch genauso gut Kid und Law gegeneinander austauschen können und das Ergebnis wäre dann so ziemlich dasselbe gewesen. Was man aber auch nicht vergessen darf, was auch absolut wichtig ist, ist die Tatsache, dass Blackbeard, bevor er anscheinend eine Teufelskraft hatte, bevor er überhaupt ansatzweise relevant in der Piratenwelt war, erst geschafft hat, Shanks zu verletzen. So wie es uns kommuniziert wurde, hat es ja wirklich diesen Anschein, dass Blackbeard rein auf seiner eigenen Kraft es geschafft hat, Shanks diese Narbe zu verpassen. Der Zeitpunkt ist zwar schwer zu bestimmen und eigentlich auch bestimmt relevant, ich denke aber trotzdem, dass man ziemlich gut sagen kann, dass Shanks dabei weitem nicht schwach war. Wenn es aber in diesem Entscheidungskampf für Blackbeard schlecht aussieht und er Shanks irgendwie deutlich unterliegt, dann wird er Tricks nun betrügen, um am Ende zu gewinnen. Blackbeard ist ja auch unter anderem einer dieser Leute, der so ziemlich die schlechtesten Sachen der Piraten verkörpert. Nur die Sache ist halt eben die. Dieses Ergebnis ist halt sehr wohl
wohl vorherzusehen. Keiner vertritt diese Meinung, da Shanks derjenige sein wird, der Blackbeard ein und für alle Mal besiegt. Heißt das aber, dass Blackbeard derjenige sein wird, der Shanks umbringt, oder schlägt er ihn irgendwie in die Flucht? Auch besonders das ist ja mittlerweile sehr schwammig. Ich kann mir das absolut nicht vorstellen. Ich weiß nicht, zu einem ist ja Shanks für mich nicht so der Typ, der weglaufen würde, wenn er gegen Blackbeard verliert. Und zum anderen wurden ja sogar neue Storylines rund um Shanks geöffnet. Er ist ja einerseits auf der Suche nach dem One Piece und andererseits gibt's ja immer noch diese Sache mit Figaland Garling. Ich finde jetzt nicht, dass Shanks dieser Typ sein soll, der das One Piece findet, aber ich finde, man sollte das trotzdem noch irgendwie erklären. Und was Garling angeht, ergibt ja meiner Meinung nach seine Story nur dann Sinn, wenn auch Shanks dort noch irgendwas zu melden hat. Was man storytechnisch irgendwie einbauen könnte, ist, dass die Strohhüte irgendwie den Tag retten. Obwohl ja im eigentlichen Sinne ja nicht mal das richtig nötig wäre. Die Crew von Shanks sollte schon ein gutes Stück stärker sein als die von Blackbeard. Es ist kein wahlloser Haufen, es sind absolute Monster in seiner Crew. Gerade auch deswegen ist auch die Roter Piratenbande so gefürchtet, weil von den Top-Leuten ja keiner so richtig schwach ist, sie sind alle absolut ausgeglichen. Deswegen sind auch solche unglaublichen Sachen möglich, dass Kid Arm und Kampf verliert, bevor er Shanks überhaupt zu Gesicht bekommt. Aber ja, wie gesagt, wenn Shanks gegen Blackbeard verlieren sollte, dann wäre seine Rettung durch die Strohhüte irgendwo noch im machbaren Bereich. Obwohl man ja schon fast zugeben muss, dass es in Anführungszeichen stärketechnisch ja schon andersrum mehr Sinn ergeben würde. Auch mal davon abgesehen, ob Ruffy vielleicht irgendwie stärker sein könnte als Shanks. Allein schon deren Crews haben ja teilweise schon Weltenunterschiede, besonders auch eben Lissop und Yasop im Vergleich. Dass beide Crews miteinander zusammen gegen Blackbeard kämpfen könnten, wäre für mich aber auch nochmal sehr merkwürdig. Kämpfe, die auf so eine Art und Weise entschieden werden, sind für mich irgendwelche Märchenphänomene. Das ist halt für mich eine Quatschgeschichte, die eben nur in Filmen passiert, eben wie im Film Red. Wenn man den Kampf eine Art unvorhergesehenes Ende geben will, dann sollte man das mit Imu machen, mit einer Art Mother Flame Einsatz. Imu hat ja auch die Bilder von Blackbeard und Ruffy jeweils zerrissen, deswegen will er auch wahrscheinlich beide auch tot sehen. Ruffy hatte schon das Vergnügen mit Saturn, aber um Blackbeard, um den kümmert sich keiner. Irgendwas wenigstens von der Weltregierungsseite, was auch wirklich verhindern soll, dass einer von beiden das One Piece findet, wäre doch mittlerweile essentiell, denn ich denke, vor nix haben sie mehr Angst, dass das nochmal passiert. Damit hätten wir aber auch nochmal eine sehr schöne Überleitung zum finalen Abschnitt von One Piece. Durch das Eingreifen der Weltregierung und auch durch den erneuten Einsatz von einer Mother Flame vielleicht, würde die Welt in einen absoluten Chaos versinken. Der Meeresspiegel würde dadurch nochmal um einen weiteren Meter ansteigen, wodurch die Welt halt einfach noch weiter zerfällt. Damit wäre auch diese Bedrohung, die von Imo ausgeht, auch noch um einiges präsenter und wie gesagt, dann hätten wir auch diesen sehr smoothen Übergang zum finalen Krieg gegen die Weltregierung. Von der Zeit her wäre das aber nochmal alles sehr stark gedrängt. Ansonsten denke ich, dass wir da gar nicht mal so richtig liegen können und dass wir da so ziemlich auf dem falschen Dampfer sind. Was das nämlich angeht, und da bin ich mir sehr sicher, da wird uns Oda nochmal sehr überraschen. Bis wir aber an diesem Punkt angekommen sind, bin ich nochmal sehr über eure Meinung gespannt. Wie wird euch nach nämlich der Kampf zwischen Blackbeard und Shanks ausgehen und welche Folgen wird er mit sich ziehen? Wird dieser Kampf überhaupt ein richtiges Ende haben oder seid ihr auch der Meinung, dass er unterbrochen wird? So oder so bin ich sehr über eure Meinung gespannt und ich lese mir eure Kommentare nur allzu gerne durch. Das war's aber auch von diesem Video. Wenn euch so ein One Piece Content gefällt, vergesst nicht euer Abo dazulassen. Auch über euer Like freue ich mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch selbstverständlich eine sehr schöne Zeit. Ciao!